Wenn eine Sache in Path of Exile fehlt, dann sind das Skillbäume. Gott sei Dank sieht das Entwicklerstudio genauso und gibt uns mit dem neuen Update Crucible weitere Skillbäume an die Hand. Fortan werden wir unsere Waffen und Schilde zusätzlich zu ihren Mods noch mit weiteren passiven Boni ausstatten können. Was sich sonst noch so ändert in 3.21 und was ich davon so halte, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Bleiben wir aber erstmal bei der neuen League-Mechanik. In den Gebieten finden wir Schmiedestellen. Dort können wir dann einen Skillbaum an unsere Waffen anheften. Die Auswahl der Waffen bezieht sich hier auf die in den primären und sekundären Waffenslots hinterlegten. Der Skillbaum wird zufällig aus verschiedenen möglichen Punkten zusammengebastelt und berücksichtigt natürlich die Waffengattung. Das heißt, auf Kreaturen-Zauberstäben werden wir dann auch vermehrt auf Kreaturenpunkte stoßen. Um Punkte auf den Waffenbäumen zu verteilen, benötigen wir natürlich Erfahrung. Diese kriegen wir durch das Bestehen der League-Mechanik in den Gebieten. Wir können die Schmiede kanalisieren und je länger wir das tun, desto schwieriger wird der Kampf danach. Die Monster erhalten mehr Schaden und mehr Schadensreduktion, geben uns dafür aber auch mehr Erfahrung. Das erinnert etwas an die Ultimatum-Mechanik, bei der man sich auch immer überlegen musste, wie weit man es noch treiben will. Denn wenn man am Ende stirbt, ist die Erfahrung futsch. Wir können auch nicht alle Punkte des jeweiligen Waffenbaums aktivieren, sondern müssen uns für einige wenige entscheiden. Diese neuen passiven Punkte reichen von relativ simplen Boni wie zusätzlicher physischer Schaden bis hin zu Punkten, die direkt für spezielle Skills gelten. Wer weiß, was es da alles noch Cooles gibt, freue ich mich sehr drauf, das zu entdecken. Selten gibt es sogar mal Punkte, die den Wert des Gegenstands erhöhen, wenn wir ihn beim Händler verkaufen. Je nachdem, wie häufig das genau vorkommt, ist das eine neue potenzielle Einnahmequelle, wenn man sonst keinen Gebrauch für einen neuen Skillbaum hätte. Falls man sich beim Waffenbaum verskillt hat, kann man die Punkte auch wieder zurücksetzen und neu verteilen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, naja, Moment mal, was ist denn, wenn ich schon eine richtig geile Waffe habe, aber der zugewiesene, zufällige Baum ist leider komplett Käse? Keine Sorge, man kann den Baum verändern. Das geschieht im Endgame in separaten Maps in den Schmieden der Titanen. Dazu braucht ihr eine zweite Waffe desselben Typs, die ihr dort miteinander verschmelzen könnt. Die Bäume der zwei Waffen werden dann kombiniert. Während dieser Kombination können jedoch auch Punkte entfernt oder neue dazukommen, ist also immer noch Zufall. Punkte, die ihr in den Bäumen bereits aktiviert habt, haben dabei eine höhere Chance übernommen zu werden. Stellt euch also mal folgendes Szenario vor. Eure Hauptwaffe hat einen Baum mit zwei richtig geilen Punkten und der Rest ist leider Murks. Jetzt findet ihr eine zweite Waffe, die auch wieder zwei richtig geile Punkte hat. Nun könnt ihr also diese zwei kombinieren und mit etwas oder sehr viel Glück habt ihr jetzt eure Hauptwaffe mit vier richtig nicen Punkten. Im Optimalfall natürlich. Grundsätzlich funktioniert das erstmal nur für normale Waffen. Im Endgame können aber ebenso einzigartige Gegenstände mit Skillbäumen versehen werden. Das geht auch wieder in den entsprechenden Titanenschmieden-Maps. So können also auch richtig mächtige Gegenstände entstehen, je nachdem, wie stark die Punkte des Waffenbaums sind. Wenn ich das richtig gehört habe, soll es sogar möglich sein, sich die Waffenerfahrung kaufen zu können, sodass man die Mechanik gar nicht machen muss, wenn man nicht will. Das soll aber weitaus ineffizienter sein, als wenn man sich die Erfahrung selbst erkämpft. Im Allgemeinen soll es aber auch möglich sein, nach spezifischen Waffenbaumpunkten im Trade zu suchen, um die für sich perfekte Waffe ausrüsten zu können. Soweit erstmal zur Mechanik. Das mutet eigentlich recht simpel an, hat aber viel Potenzial für coole Kombinationen in den Builds und macht unsere Waffen schlichtweg stärker als zuvor. Kommen wir nun zu weiteren Änderungen. Es wurden zwei Endgame-Mechaniken überarbeitet und wir wissen bereits, dass auch weitere noch in den kommenden Updates dazukommen werden. Momentan zählt dazu Abyss und Breach. Bei den Abgründen ist es jetzt so, dass, wenn sich eine Höhle öffnet, dort immer ein Licht zu finden ist. Falls sich keine Höhle öffnet, haben wir die Chance, einen dieser Düsterspitzen zu sehen, die bisher sonst immer in den Höhlen zu finden waren. Dafür werden wir auf die Abgründe erst in höherstufigen Maps treffen und die Bosskämpfe in den Höhlen wurden erschwert. Ein paar Anpassungen der Atlaspunkte zur Mechanik gab es natürlich auch. Breach ist die zweite überarbeitete Mechanik, zu der ich leider erst vor kurzem einen Guide gemacht hatte, der nun obsolet ist.
Naja, im Prinzip dauern die Breach-Begegnungen in den Maps jetzt kürzer und haben dafür höhere Monsterdichte. Das bedeutet allerdings gleichzeitig, dass man weniger Zeit hat, um eventuell spawnende Bosse zu erledigen. Weitere Änderungen gab es an den Breach-Stones, deren Grundlevel jetzt auf 81, 82 und 83 erhöht wurde. Ein bisschen schade, weil ich habe die einfachen Risssteine immer ganz zum schnellen Leveln genommen. Die Steine gab es ja in verschiedenen Stufen, diese wurden wieder entfernt. Es gibt nur noch die normalen Breachstones und ein Upgrade dazu. Viele der Breach-eigenen einzigartigen Gegenstände wurden teils stark überarbeitet. Schaut der gern mal in die Patchnotes, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Im Atlasbaum wurden ebenfalls einige Punkte geändert. Bleiben wir doch direkt beim Atlasbaum. Die große neue Änderung hier sind Teleportpunkte. Mit diesen können wir uns freier im Atlasbaum verteilen, wenn wir gerne eine Kombination aus Mechaniken farmen möchten, die im Baum aber komplett an unterschiedlichen Stellen angesiedelt sind. So können wir also rechts den Teleportpunkt nutzen, um dann links weitere Punkte zu verteilen. Sehr gute Neuerung. Wie immer gibt es auch neue einzigartige Gegenstände, von denen wir in den nächsten Tagen bestimmt noch weitere zu Gesicht kriegen. Es werden wieder neue Wahlskills eingeführt, von denen einige richtig cool aussehen. Es gibt 3 neue Support-Gems, einer davon lässt Bogenattacken automatisch ausführen, wenn man mit einem Bogen attackiert und dabei genug Mana verbraucht. Ich mag Unterstützung, die mich irgendetwas triggern lassen. Generell wurde das Early Game angepasst. Einige Skills bekommt man jetzt früher, was wohl das Level mit Bogenbuilds vereinfachen soll. Einige Skills wurden in ihren niedrigen Leveln genervt, weil sie wohl so früh zu stark waren. Die größten Änderungen finden wir dann aber nochmal bei den passiven Meisterschaften. Hier hat sich einiges getan. Insbesondere die Meisterschaften, die die Mana-Reservierung spezieller Auren verringert haben, wurden gestrichen. Das wird wohl viele alte Builds betreffen. Beachtet das also, wenn ihr euch alte Build-Guides anschaut. Mehr Infos dazu gibt es auch wieder in den Patch-Notes, die ich euch unten verlinkt habe. Eventuell mache ich dazu noch ein separates Video, so zu den Änderungen im Detail, aber schauen wir mal. Darüber hinaus wurden der Saboteur als auch die Pfadfinderin überarbeitet und haben neue bzw. angepasste Punkte spendiert bekommen. Hier sticht für mich vor allem der Saboteur raus, der jetzt nicht einfach nur für Minen und Fallen zur Wahl steht, sondern auch für Builds, die Fähigkeiten automatisch auslösen lassen, durch zum Beispiel kritische Treffer. Das werde ich bestimmt mal ausprobieren. Soweit also erstmal zu meiner kleinen Zusammenfassung. Ich freue mich sehr auf die Mechanik, ich bin etwas traurig über den Wegfall bestimmter Meisterschaften, aber wir werden wie immer einen Weg finden, sehr stark zu sein. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Habt ihr Bock auf Crucible? Ab mit euch in den Kommentaren. Oder schaut direkt mal auf Twitch vorbei, damit wir live drüber quatschen können. Vielen Dank.